gefallen mir sehr, sehr gut, die Jungs. Beide Mannschaften eigentlich, aber ich glaube, der DFB-Stützpunkt, auch mit, gemischt mit unserer Fußballschule, sind ein bisschen nervös natürlich heute. Ist ja klar, gegen Werder spielen sie auch nicht alle Tage. Wir haben 55 Kinder hier, 55 Teilnehmer, davon ein Mädchen, auch toll, die Denise ist dabei. Und wir haben ein tolles Programm gemacht, vom Fußballabzeichen über unser Techniktraining, Basistraining, Spielform. Und hat uns sehr gut gefallen, sind auch einige Talente dabei hier im Zellerraum. Die Teilnehmer kennen uns nicht mehr, aber die Eltern kennen uns, glaube ich, noch ganz gut. Die haben uns noch spielen sehen. Es macht riesen Spaß. Wir machen das jetzt mittlerweile seit 16 Jahren mit unserer Fußballschule. Und wir sind immer bei jedem Camp mit Begeisterung dabei und die Kinder merken das sehr, sehr schnell. Wir sind auch Jungs und auch meine Trainer, auch Leute zum Anfassen hier mit richtiger Trainerausbildung, sind alle selber Väter, wissen auch pädagogisch zu arbeiten. Also es macht uns riesen Spaß und wenn wir so aufgenommen werden wie hier in Celle, dann nochmal doppelt viel Spaß. Da gewinnen wir. Oh, ich bin sehr froh, dass das alles so gut geklappt hat, dass das Wetter vor allen Dingen am zweiten Tag besser geworden ist. Der erste war sehr verregnet. Ja, dass die Kinder unheimlich viel Spaß gehabt haben und dass wir hoffentlich, wir wissen noch nicht ganz genau wie viel, aber das werden wir in Kürze erfahren, ganz, ganz viel Geld eingespielt haben fürs Onkologische Forum und für die Jugendarbeit hier von MTV Eintracht Celle. Ich glaube, das müsste eigentlich jetzt alles gewesen sein. 10:2. Ich glaube nicht, dass da noch was zu machen ist. Aber der gute Zweck ist ja das Wichtige letztendlich, dass viel Geld zusammengekommen ist. Ja, Mike, das ist das Entscheidende. Natürlich, ihr habt die bessere Mannschaft gestellt. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Aber unsere Jungs haben absolut alles gegeben. Und ich kann sagen, Charity, wie ich schon sagte, add its best. Da ist richtig was zusammengekommen. Alles für einen guten Zweck. Und das ist der Effekt. Und so soll es sein. Ja, Glückwunsch, freut mich. Grüße an alle, die mich heute gesehen haben und alle, die nicht eingeschaltet haben. Vielen Dank, war eine super Sache.